Bei Temptation Island gibt's spannende RTL-Psychospielchen und Fremdgehen auf Level 10.000 oder so? Das ist schon Fremdgehen auf Level 10 von 10. Ich würde mir da an der Stelle von seiner Freundin auch Gedanken machen. Und die Männer haben sogar verstanden, wie ein Spiegel funktioniert. Toll. Was siehst du im Spiegel? Ich sehe mich selber. Sehr gut. Das alles und noch einiges mehr gibt es bei Temptation Island 2024 und ich weiß nicht genau, warum ich das so komisch ausspreche, aber ich werde es auf jeden Fall kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex, ich war gerade in einem mega kleinen Urlaub, jetzt bin ich ziemlich erholt, hab Bock auf Temptation und falls du das auch hast, in voller Länge gibt's das übrigens auf RTL Plus. In nicht voller Länge gibt's das allerdings bei mir, dafür immerhin kommentiert und damit starten wir auch gleich, denn Josh ist immer noch dabei, mit Vic zu tanzen, den Abend zu genießen und dafür zu sorgen, dass er Begeisterungsstürme in seinem Höschen hat. Für mich wäre das schon viel zu viel, was der Josh macht. Ja, und wenn schon die Verführerin, die das kleine Pimmelchen antanzt, sagt, es ist zu viel, ist das kein gutes Zeichen. Und wenn dann noch die vergebenen männlichen Männer, ja, die männlichen Männer auch sagen, dass es zu viel ist, dann bedeutet es üblicherweise, die Beziehung ist dann vermutlich offiziell durch. Für mich geht das gar nicht. Also ich finde, das ist viel, viel zu viel. Und das würde ich mir für meine Beziehung überhaupt nicht vorstellen. Und das würde ich auch von meinem Partner gar nicht sehen wollen. Ne? Man selber kann es nicht nachvollziehen, aber muss man ja auch nicht immer. Ne? So. Man wundert sich dann halt einfach nur. Josh ahnt aber noch gar nichts davon. Ich glaube, der denkt wirklich tatsächlich noch, er sei total treu. Am nächsten Morgen ist er aber nicht nur ein bisschen verkatert, sondern auch sehr in Gedanken. Das merkt man. Gerade seine Hände sind, glaube ich, in Gedanken. Während die meisten noch schlafen, verarbeitet Josh das bisher Erlebte auf andere Weise. Ja, da muss Josh, glaube ich, die Erlebnisse des gestrigen Abends ein bisschen verarbeiten. Wobei er interessanterweise dafür ein anderes Wort hat. Sogar das Fremdwort. Nicht schlecht. Also heute Morgen habe ich einfach nur ein bisschen reflektiert. Ach so, reflektiert also. Alles klar. Und Josh, sag uns doch mal, wie fühlt sich das Reflektieren am Morgen denn so an? Und gibt es da dann beim Reflektieren eigentlich auch ein Ejakulieren? Es fühlt sich echt an, als würde der ganze Ballast einfach abfallen. Und danach ist man wieder gesammelt und kommt wieder besser klar. Also ich glaube, das Einzige, was von Josh mal abfallen sollte, ist sein Charakter. Aber okay, wir können ja auch währenddessen mal gucken, was die Frauen in der Frauenvilla eigentlich so treiben. Und ich weiß nicht, warum ich heute alle Geschlechter irgendwie doppelt sage. Da haben sich die Verführer nämlich was ganz Tolles überlegt. Also beziehungsweise RTL hat sich das überlegt und sie müssen so tun, als wäre das ihre Idee. Aber ist ja auch schön. So, liebe Ladies, wir dachten, okay, die letzten Tage waren hart für euch. Ihr braucht mal ein bisschen Auszeit, ein bisschen Verwöhnung. Und heute ist euer Spa-Day. Wir dürfen euch heute verwöhnen. Das haben die Frauen sich wirklich verdient. Allerdings haben nicht alle wirklich Bock drauf. Und darüber müssen wir, glaube ich, gleich nochmal reden, weil ich bin ganz ehrlich, mir würde es, glaube ich, genauso gehen. Und dann werdet ihr massiert, eingecremt und von uns also einmal komplett. Also massiert werden will ich nicht. Bei mir ist Körperkontakt halt wirklich, auch wenn viele denken, es ist übertrieben, aber es ist mir einfach unangenehm. Wie gesagt, ich kann das ganz gut verstehen. Ich habe es ja schon 10.000 Mal erzählt. Ich glaube, heute nennt man das, was ich empfinde, wohl Demisexualität. Also für mich kommt Körperlichkeit von Menschen, die mir nicht total nahestehen und die mir emotional wichtig sind, irgendwie überhaupt nicht in Frage. Aber die anderen Frauen, ja, die lassen sich das gefallen. Und natürlich sind die Männer viel schlimmer, machen wir uns nichts vor. Aber ich glaube, die Bilder, die hier produziert werden, sind beim nächsten Lagerfeuer ein ziemlicher Aufregungsgrund. Wir sind hier oben bleiben. Ja, und dann geben die Verführer mal so richtig Gas, beziehungsweise würden sie gerne, denn RTL hat sich gedacht, nein, wir machen in dieser Folge mal alles anders und deswegen gibt es in dieser Folge zum ersten Mal, und glaubt mir, das wird noch sehr, sehr oft kommen, das schönste Geräusch im deutschen Fernsehen, nämlich Temptation. Der Temptation-Sound, der hat bei mir so richtig Gänsehaut hervorgerufen. Es geht ins Lagerfeuer. Es geht ins Lagerfeuer. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte dann mega Schiss, dass es entweder wieder ein bescheuertes Date gibt, gar keinen Bock, oder schon wieder ein Lagerfeuer. Das wäre jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell. Aber nein, RTL hat dazugelernt, deswegen gab es endlich mal ein Schlüsselloch. Und ich würde mir viel mehr Schlüssellöcher wünschen. Das ist, glaube ich, sonst auch etwas, was nur Leute sagen, die gerne Häuser ausrauben. Egal. Ja,
Das sind also die Bilder von Josh und ja, es sind ja teilweise noch nicht mal wirklich die schlimmsten. Für Nasrin war das allerdings ein ziemlich großer Schock und ich finde ihre Reaktion gleich ziemlich interessant. Ey Leute, Mann, ganz ehrlich, was ist das? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da vertue oder da ein bisschen zu viel reininterpretiere, aber Nasrin war ziemlich fahl. Ich hatte auch das Gefühl, dass ihr Kreislauf nicht so richtig mitgespielt hat. Also tatsächlich denke ich, diese Bilder haben sie sehr getroffen. Und deswegen hat sie das gemacht, was sie leider in solchen Momenten häufiger tut. Sie flüchtet nämlich erstmal. Ich habe keinen Bock mehr zu sitzen. Hat jemand eine Kippe? Und ich finde die Reaktion einerseits verständlich und klar, jeder geht auch anders mit solchen Situationen um. Ich würde mir allerdings trotzdem wünschen, dass Nasrin dem nicht immer so ein bisschen ausweicht, weil ich habe auch das Gefühl, sie geht dem im Kopf auch ein bisschen auf den Weg und redet sich ein, ja, dafür gibt es am Ende noch eine Erklärung, aber die gibt es natürlich nicht. Und ihre vergebenen Mitstreiterinnen, die haben da ein bisschen mehr Durchblick. Also ich bin einfach super schockiert über die Bilder und Nasrin tut mir einfach super dolle leid. Es war einfach zu viel von allem. Also richtig heftig. Warum? Warum? So krass? Er checkt doch, dass ich das sehe. Definitiv. Und Nasrin beschäftigt eine andere Sache auch noch sehr. Und das ist generell etwas, um das es in dieser Folge noch häufiger gehen wird und was ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Aber jedenfalls geht's um Josh Hoseninhalt. Ach, ich habe gar keinen Bock, mir das vorzustellen. Also hatte er einen Steifen? Ja? Okay, ja, geht zu weit. Ich sehe das selbst, dass es zu krass ist, Mann. Ich hätte vielleicht mit ihm einfach klarer kommunizieren. Nein, muss man nicht. Deswegen haben Phil und ich uns keine Grenzen gesetzt, weil jeder muss für sich selber wissen, ja, auch was die persönliche Grenze ist. Ich persönlich muss sagen, als Mann, eine Erektion würde für mich, glaube ich, nicht so den krassen Unterschied machen. Ich glaube, wir Männer kennen das so ziemlich alle. Ja, natürlich haben Erektionen sehr oft etwas mit sexueller Erregung zu tun, aber eben auch nicht zwangsläufig. Und machen wir uns nichts vor, wenn man da steht und sich wackelnde Popos anguckt, dann ist man eh erregt. Egal, ob man in dem Moment jetzt vielleicht eine körperliche Reaktion zeigt oder nicht. Die anderen vergebenen Frauen sehen das aber eher so wie Nasrin. Also für mich wäre da vorbei. Ich meine, ich finde, es geht das nicht, ja, und guckst ihn so an, ja, und so, das ist ja die Blicke auch, diese geilen Blicke, ich zieh dich gleich aus, ja, so. Nasrin beschäftigt sich dann aber immerhin im Kopf doch noch ein bisschen mehr und sagt gleich was sehr Interessantes und ich hoffe, sie bleibt dabei und vergisst das auch nicht bis bzw. beim finalen Lagerfeuer. Es war nicht mehr tanzen, sondern er wurde intim mit einer Frau. Ich verstehe halt einfach nicht, wie er das so weit kommen lassen kann, also. Ich kann es dir erklären, Nasrin. Eure Beziehung ist ihm einfach nicht wichtig genug, sondern er möchte im Fernsehen ein paar Follower absahnen und nebenbei richtig unsympathisch wirken, damit er dann irgendwann mit dir zusammen bei Prominent getrennt sein kann. Was wiederum ein Sprungbrett dafür sein könnte, eine Influencer-Karriere zu starten. Aber Josh, ich muss dir leider sagen, dafür bist du wirklich nicht interessant genug. Nasrin finde ich eigentlich aber schon ganz interessant und die ist immer noch ziemlich traurig. Das ist krass hier, ey. Am liebsten würde ich nach Hause fahren, wenn ich ehrlich bin. Ich auch. Aber ich bin schon zu Hause. Insofern weiß ich jetzt nicht, wo ich hinfahren soll. Und wir hören lieber noch mal ein bisschen Nasrin zu, die leider im Kopf jetzt aber nicht die Beziehung grundsätzlich hinterfragt, sondern darüber nachdenkt, was Josh wohl für eine Ausrede haben könnte. Spoiler, auch wenn ich das Finale selber noch nicht gesehen habe, wird eine blöde. Irgendwann wird der Moment da sein, wo Josh und ich zusammen uns diese Bilder anschauen werden. Und dann bin ich natürlich gespannt, was er in dem Moment zu mir sagt. Nasrin, weißt du was? Auch wenn ich, wie gesagt, das Wiedersehen selber noch nicht gesehen habe oder das Finale, kann ich dir das, glaube ich, schon ganz gut vormachen. Josh wird nämlich sowas sagen wie: Uga, Uga, ich doch treu gewesen, ich gut gemacht. Temptation bedeutet, ich das machen müssen, ich Josh. Ja, aber ehrlich gesagt ist das keine so gute Idee und ich hoffe auch nicht, dass das klappen wird. Was jetzt allerdings hoffentlich funktioniert, ist, dass du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Das würde mich nämlich sehr freuen. Vielen Dank. Und wir können ja mal schauen, was eigentlich die Verführer zu den Bildern so sagen, denn die haben die ja auch gesehen. Und die haben zu dem Erektionsthema auch eine interessante Meinung. Es ist nicht normal, wenn du mit einer Frau bist, dass du Ständer bekommst. Ja. Kollege, du hast eine Frau. Du solltest nur für sie einen Ständer bekommen und nicht für eine andere. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass man aus Liebe seine biologischen Funktionen komplett abstellen kann. Und ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht wirklich eher mal eine Frage an meine männlichen Zuschauer. Seht ihr das auch so wie die? Weil
ehrlich gesagt war das so eine Aussage, die ich nicht so nachvollziehen kann. Die nächste Aussage allerdings umso mehr, weil ja, die stimmt auch einfach zu 100%, da kann man schwer diskutieren. Und jetzt sage ich dir noch was, der lebt aktuell in Österreich. Digga, wenn der hier schon so doch so macht, ballert der in Österreich. 100%. Hat keine Frau verdient sowas. Das kann ich mir gut vorstellen, denn machen wir uns nichts vor, Josh ist da ja angeblich wegen seiner Freunde hingegangen, aber bleibt man nur wegen seiner Freunde dann tatsächlich in Österreich und lässt seine Freundin zu Hause, nur damit man mehr Zeit mit seinen Freunden verbringen kann, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Was ich mir danach dann allerdings vorstellen kann, ist, dass sich RTL beim nächsten wirklich was gedacht hat, wird aber nicht funktionieren. Angucken tun wir es uns trotzdem. Das Ziel des heutigen Workshops ist, ich möchte die Männer, die hier heute teilnehmen, darin bestärken, auf ihr Inneres zu hören, wahrzunehmen, was für Emotionen da sind, um dieses dann in ihr Leben zu bringen, in ihre Partnerschaft. Okay, und ich glaube, ich habe das hier irgendwie schon mal erzählt. Ich bin ja eigentlich Lehrer. Da hat man Referendariat, wird gebrochen und es ist ganz fürchterlich, aber man hat auch Seminare. Und da macht man manchmal so ähnliche Übungen wie die hier. Und normalerweise hätte ich jetzt sowas gesagt wie, ja, ich weiß ja nicht, ob das mit dem Spiegel besonders viel bringt. Aber nachdem ich das selber mal gemacht habe, muss ich sagen, ja doch, das kann etwas in einem bewegen. Man muss sich darauf einlassen, man muss in diesen Spiegel schauen und wirklich gucken, wer guckt einen da zurück an. Ja, machen wir uns nichts vor, die vergebenen Männer kriegen es nicht so gut hin. Was siehst du im Spiegel? Josh? Ich sehe einen starken Mann, einen Kämpfer. Der Blick in den Spiegel hat mich noch mal so mit mir selber connected. Ja, einen starken Mann und einen Kämpfer. Bin ich gespannt, was Mo sieht. Ungefähr dasselbe. Ja, auch einen starken Mann und ja. Ja, wo wir in den Spiegel schauen sollten, habe ich wirklich einen starken Mann gesehen. Okay, aber immerhin haben wir ja noch ein paar andere Männer und die wirken manchmal ein kleines bisschen intelligenter. Vielleicht lassen die sich ja anders auf die Übungen ein und sehen wirklich etwas, etwas aus ihrer Seele, etwas, was sie vielleicht in Zukunft dazu bringen wird, sich zu verbessern. Nein. Ja, einfach ein richtig gut aussehender Mann. Ich bin zu 100% ein Löwe, ein Macher und ein Killer und das bin ich und das habe ich auch selbst in meinen Augen gesehen, als ich vor dem Spiegel stand. Das sehe ich jeden Tag in meinen Augen und das bin 100%ig. Mein persönliches Highlight ist aber der letzte. Der hat nämlich tatsächlich verstanden, wie ein Spiegel funktioniert. Herzlichen Glückwunsch, damit bist du eigentlich offiziell für Temptation Island ein bisschen überqualifiziert. Was siehst du im Spiegel? Ich sehe mich selber. Sehr gut. Super. Danach ging es dann noch mal ein bisschen darum, dass man noch was aufschreiben sollte und so. Laberababa war auch relativ langweilig. Ich möchte eine Szene aber trotzdem noch mal zeigen, weil sie einfach noch mal zeigt, wie unfassbar verwirrt und bescheuert Josh eigentlich ist. Denn der denkt wirklich, er macht alles richtig und er ist ein großartiger Mensch. Nein, Josh, bist du nicht. Ich habe einen leidenschaftlichen Dude gesehen so. Meine Augen haben so ein bisschen geglänzt, geglitzert. Also so ein bisschen frech, aber auch abenteuerlustig. Was du willst, holst du dir. Fertig. Okay. Bei den Frauen wurde dann übrigens die gleiche Übung vollzogen und da merkt man, dass Frauen oftmals eher ein Talent haben, sich auf sowas einzulassen und vielleicht auch ein bisschen emotionaler zu denken. Denn wir haben ja schon mal gehört, Laura hat oftmals so ein bisschen das Gefühl, dass sie in ihrer Beziehung vielleicht zu viel gibt und zu wenig bekommt. Das war auch beim Spiegel nochmal ein Thema. Also ich habe einmal aufgeschrieben, dass ich nicht genug bin. Ich habe manchmal so eine innere Stimme in meinem Kopf, die mich halt wirklich sehr klein hält und sehr an mir zweifeln lässt. Ich vergleiche mich halt oft mit Menschen. Also ich habe aufgeschrieben, ich bin nicht schön genug. Also für mich ist Laura das auf jeden Fall. Auch die Frauen haben die Übung dann noch ein bisschen weitergemacht. Und hier habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es vielleicht ein paar Denkanstöße gab. Aber machen wir uns nichts vor. Auch die Frauen werden natürlich nicht so weit kommen, dass sie wirklich auf die Idee kommen, ihre Männer zu verlassen, weil das wäre ja ein echter Problemlöser. Ich nehme daraus auf jeden Fall mit, mir viel mehr Liebe zu geben. Es hat sich auf jeden Fall gut angefühlt, doch einfach mal an sich selber zu denken und zu sehen, dass man halt wirklich der wichtigste Mensch auch quasi in seinem Leben ist. Ist man wirklich und sollten die Frauen auch nicht vergessen. Wer sich jetzt übrigens fragt, ob bei den Männern nicht vielleicht doch ein Umdenken stattfindet und ob die da nicht vielleicht wieder abends sitzen und weinen, wie in der vergangenen Folge. Nee, die feiern eine Playboy-Bunny-Party. Aber ist ja auch schön. Applaus, Mädels, stark, stark, stark. Bad Bunnies, Baby. Ja, die Mädels waren heiß. Konnte man sich schon angucken, ne? Ich würde sowas niemals wieder erleben. Von daher wirklich einfach nur genießen, abschalten und Spaß haben. Aber nicht nur genießen und abschalten. Es gab da auch einen Psychotrick von RTL, deswegen auch der Titel dieses Videos. Und zwar haben die Männer auch noch ein Handy bekommen und mit dem Handy durften sie Bilder und Videos machen. Und jeder normale Mensch hätte dann schon gedacht, hä, warum dürfen wir das? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das kriegen bestimmt unsere Frauen zu sehen. Aber darüber haben die Männer natürlich nicht nachgedacht. Und die Frauen wussten das noch nicht. Die haben stattdessen eine kleine Pyjama-Wahrheit
oder Pflichtspiel Scheiße gespielt. Und ja, das ist der offizielle Name für diese Art von Spiel. Worke vor jemanden für 20 Sekunden. Zeig mal, wie es richtig geht. War nicht mal eine Sekunde. Nasrin bewegt sich sexy wie jeden Abend. Wie eh und je. Ja, Nasrin kann, glaube ich, immer Party machen. Aber nicht lange. Denn dann gab es zum zweiten Mal in dieser Folge. Und damit mein Cutter jetzt nicht so viel arbeiten muss, sage ich es einfach ganz normal. Aber es gab jedenfalls das Geräusch Temptation. Alter! Oh, fuck, Alter! Okay, und ich weiß ja, ihr Zuschauer seid relativ intelligent, deswegen habe ich jetzt drei Möglichkeiten für euch, die passiert sein könnten. Entweder es gab völlig random ein Lagerfeuer in der Mitte der Folge, was keinen Sinn ergibt, weil es auch schon abends ist und die da gar nicht mehr hingekarrt werden können. Oder aber es wurden einfach nur Kochtipps mit Lola gezeigt. Übrigens ein Format, das ich mir anschauen würde. Oder die Bilder und Videos, die von den Männern bei der Party gemacht wurden, wurden den Frauen vorgespielt. Richtig ist es C. Und falls du eine der anderen Sachen irgendwie getippt haben solltest, tu mir vielleicht einen Gefallen und guck in Zukunft nicht mehr meine Videos, sondern, weiß nicht, guck vielleicht lieber ApoRed. Das ist dann eher so dein Niveau. Ganz ehrlich, absolute Vollgoofies. Okay, ich muss mal die Weiber analysieren, ganz kurz. Hier mit Strapse und allem, also, ich meine, wir sind hier im Pyjama. Oh. Hey, das war's jetzt? Okay, kommt. Ja, das war's jetzt. Und ganz ehrlich, wenn es das gewesen wäre, wäre es ziemlich lame gewesen. Aber kein Problem, denn die Männer haben das mit dem Handy natürlich immer noch nicht geschnallt und deswegen fleißig Videos gemacht. Die sind aber auch wirklich unfassbar blöd. Ich hoffe, ehrlich gesagt, die wurden von RTL dazu gezwungen. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Zack, zack. Tja, und was ist dann bei den Frauen wohl passiert, wenn die Männer fleißig Videos und Bilder gemacht haben? Falls du jetzt tippen solltest, nichts. Nein, natürlich ist was passiert. Es gab es nämlich nochmal das schönste Geräusch im deutschen Fernsehen. Und jetzt habe ich nicht mal mehr Bock, es auszusprechen. Auf einmal kommt Temptation nochmal. Okay, und das Krasse hier ist ja nicht nur das Bild an sich. Da kann man ja noch sagen, okay, vielleicht haben die auch so eine Aufgabe gehabt, auch wenn die Frauen darüber gar nicht nachgedacht haben. Das Ding ist natürlich, das ist immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer, ich sollte aufhören, die gleiche Verführerin. Ja, und das bleibt natürlich niemandem verborgen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das halt schon innerlich so ein bisschen frisst. Du bist immer cooler. Ich bin auch zehnmal cooler. Nasrin möchte ich tatsächlich wirklich nicht tauschen. Das tut mir auch total leid, dass sie da jetzt auch immer wieder so getriggert wird. Ja, und ich muss auch sagen, Nasrin tut mir ein bisschen leid. Aber erstmal gab es dann keinen weiteren Temptation-Sound und dementsprechend allgemeine Heiterkeit. Sind alle irgendwie so ein Stück weit auch einfach erleichtert, dass es jetzt vorbei ist und dass wir jetzt noch den Abend ausklingen lassen können. Aber können sie den Abend wirklich ausklingen? Und warum bekommen sie eigentlich diese Bilder? Und mit welchem technischen Meisterwerk wurden die angefertigt? Zum Glück haben wir da doch einige Sherlock Holmes. Aber das sah aus, als wenn das mit so einem Handy gemacht wurde, oder? Ja, ja. Ja, also gab es noch ein letztes Video und in diesem Video hat man merkwürdigerweise schon wieder Vic gesehen und Josh Stimme gehört und ja, es wird für Nasrin nicht unbedingt besser an diesem Tag. Vicky, wie hoch bewertest du deine Verführungsskills von 1 bis 10? 100 von 10. 1000. Und ich habe mir jetzt von Nasrin wirklich meine Reaktion gewünscht. Und in gewissem Sinne gab es die auch, aber ich fand ihre Reaktion nicht so toll. Denn sie hat sich für Verdrängung entschieden. Ist jetzt nicht mein Favorit in so einer Situation. Dieses Thema ist hier mit vorbei. Ich rede darüber nicht mehr. Nasrin hat das All-Inklusiv-Paket bekommen. Von morgens bis abends kriegt sie schlimme Bilder von ihrem Partner zu sehen. Frage ist, wie lange sie noch durchhält. Man muss aber natürlich auch sagen, dass man Nasrin hier durchaus verstehen kann. Sie ist einfach überfordert. Sie bekommt den ganzen Tag momentan die drastischen Nachrichten von allen zu sehen. Die anderen Männer haben ja bei diesen Szenen keine große Rolle gespielt. Und ja, irgendwie kann ich sie auch verstehen. Ich bin halt verletzt. Ich merke auch, dass ich manchmal echt so, ja, auch ein bisschen an meiner Grenze bin. Keine Ahnung, was wir jetzt zu den Bildern sagen sollen. Witzigerweise war Josh aber auch an diesem Abend wieder das Thema in der Villa der vergebenen Männer, die männlich sind. Ich muss ja jetzt irgendwie dabei bleiben, die Geschlechter völlig random immer doppelt zu nennen. Und auch hier sind die Verführerinnen immer noch der Meinung, der geht einfach zu weit. Wäre ich die Freundin von Josh, ich hätte das alles gar nicht mehr toleriert. Er hat gestern, also der Josh, Trockenfick hier gemacht.
geil. Er macht die ganze Zeit. Er verführt uns um eine Scherze. Und auch die vergebenen Kollegen sagen das. Und ich habe es ja einleitend schon in diesem Video gesagt. Das bedeutet normalerweise, eigentlich ist die Beziehung durch. Das ist schon Fremdgehen auf Level 10 von 10. Ich würde mir da an der Stelle von seiner Freundin auch Gedanken machen. Das war drastisch. Und auch bei den vergebenen Frauen wurde darüber geredet. Aber ich weiß nicht warum. Ich glaube, die Verführer sind auch ein bisschen betrunken. Und deswegen ist ihnen gar nicht so richtig aufgefallen, dass Nasrin direkt über ihnen versucht zu schlafen. Auch ein ziemlich blöder Move. Wäre das schon zu viel oder würdest du noch sagen, das kann man noch verzeihen? Die ist da oben, Alter. Die hört es. Also. Paul. Also ohne Scheiß. Paul, die ist da oben. Ja, ist mir doch egal. Ich frage doch gerade Marie. Was würdest du machen, wenn Tamo noch stehen würde? Was man Nasrin aber durchaus lassen muss, die kann sich in so einer Situation dann durchsetzen. Ich wünschte mir nur, das würde sie dann auch mal Josh gegenüber tun und nicht den Verführern gegenüber, aber immerhin. So, ihr Lieben, ich respektiere jeden von euch, aber ich kann nicht einschlafen, wenn ihr unter meinem Fenster über den Ständer meines Freundes redet die ganze Zeit und ich jedes Wort höre. Ich kläre das schon und so ist es. Ich will einfach schlafen, okay? Ja. Ja, sie möchte einfach schlafen. Und Josh auch. Und wenn es einen Menschen gibt bei Temptation Island in den letzten Jahren, der tatsächlich es schaffen könnte, zum Beispiel Nico Legert, den Realitätsverweigerungs-Award noch abzunehmen, dann ist es wirklich Josh. Ich hoffe, dass Nasi da auch einfach ihren Spaß hat. Und ich hoffe, sie gönnt den Boy und ist stolz, dass ich aus mir rauskomme und ihr treu bleibt und dass das alles passt. Sie soll stolz darauf sein, dass du dein überkleines Pimmelchen an eine Verführerin gehalten hast. Nee. Sehe ich persönlich nicht. Aber okay, damit sind wir auch am nächsten Morgen. Und da sind die Frauen schon wieder ziemlich aufgeregt. Ich hoffe, wir sehen heute noch irgendwas. Wir werden jetzt ganz viel sehen, Laura. Ja, meinst du? Ja. Wow, und ich muss ja sagen, ich liebe das Geräusch, aber so langsam wird es sogar auch mir ein kleines bisschen zu viel. Aber diesmal gab es keine weiteren Bilder, sondern eine Ankündigung. Und stimmt, in dieser Staffel fehlt ja noch was, was es in den vergangenen Jahren jetzt immer gab. Liebe Frauen, es gibt weitere Bilder von euren Männern, die ich euch nicht vorenthalten will. Deswegen sehen wir uns heute Abend zum Einzellagerfeuer. Aber diesmal komme ich zu euch in die Villa. Und wenn Lola kommt, dann bedeutet das seit einigen Jahren Einzellagerfeuer. Ich hoffe, meine Stimme hat jetzt nicht einfach nur blöd geklungen. Ich habe versucht, es episch zu machen wie so ein Kinosprecher, aber ich glaube, ich habe es verkackt. Egal. Und tatsächlich ging es dann direkt auch schon ins Einzellagerfeuer rein. Vivi war die Erste. Vivien, willkommen zu deinem ersten Einzellagerfeuer bei Temptation Island. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin gespannt, was du zu den Bildern sagst. Auch. Oh ja, da gibt es ja auch eine Menge Bilder. Unter anderem die, bei denen sich Mo hat den Popo massieren lassen. Hat Vivi nicht so gut gefallen. Wie bitte? Bam! Und an dieser Stelle gab es den Cliffhanger der Folge, denn leider war sie schon wieder vorbei. Aber die nächste, die wird auch gut, denn da geht es natürlich mit dem Einzellagerfeuer weiter. Gut, dann hoffe ich, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Dann würde ich mich jetzt noch über einen Daumen nach oben freuen. Und ich glaube, bei Temptation Island, weil ihr meistens ein bisschen jünger seid, macht es am meisten Sinn, darauf hinzuweisen, dass ich auch einen Instagram-Account habe, auf dem ich fast nie irgendwas poste. Aber trotzdem verzweifelt in diesem Jahr versuche, den blauen Haken zu bekommen. Deswegen würde mich das sehr freuen, wenn du mir da folgst. Packe ich dir oben irgendwo in die Videobeschreibung. Und streng genommen musst du sowieso wieder draufklicken, denn sonst bekommst du den Realitätsverweigerungs-Award von Josh überreicht.